Wir sind in Köln auf der RPC. Gleich geht's los. Noch ist ein bisschen leer hier. Und das ist ja die größte Convention zum Thema Rollenspiel. Also was hier alle gibt. Brettspiele, Videospiele, LARP, Mittelalter, Greifvogelshow, Verkaufsstände, Lasertag gibt's, Live-Musik und mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich alles aufzählen soll. Es wird auf jeden Fall richtig spannend und schauen wir uns das alles doch einfach mal an. Okay, das war's jetzt zur Wellenabschau. Ihr seid Fellowship, was macht ihr? Wir machen Reenactment von Herr der Ringe und Hobbit. Mhm. Habt ihr alle eine spezielle Rolle? Bist du immer Gandalf? Habt ihr mehrere? Die meisten haben mehrere Rollen. Ich selbst bin natürlich auf diese Figur abonniert, sage ich mal. Aber die meisten haben mehrere Rollen. Das ist auch eher ein teures Hobby, oder? Nee, es geht eigentlich. Also es kommt drauf an, wie man es macht. Wenn man viel... sagen wir mal, viel kauft, wie jetzt zum Beispiel die Federn oder so, dann kann es sehr, sehr teuer werden. Wenn man aber auf Stoffmärkte geht oder mal guckt, was ist mit Falknern oder sich mal die Mühe macht, in der Natur was zu sammeln, dann geht's. Dann dauert es nur länger. Dann dauert es länger, man hat viel Arbeit, aber man kann auch sagen, ich habe es selbst gemacht. Was ist dein Highlight hier für der RPC? Die bunte Mischung auf der RPC. Hier findet man echte LARPer, Cosplayer, die ganze Star Wars-Riege, Computerspiele und auch draußen Outdoor. Du, ich kann ja noch aushelfen. Du kannst sagen, ich freue mich auf den Elbenwaldstand. Ah ja, ich freue mich auf den Elbenwaldstand. Oh, super, ich mich auch. Dann sehen wir uns da später. Ja, Mensch, Alex vom Elbenwald. Was ist denn so das Coolste, was du bis jetzt hier gesehen oder erlebt hast? Gar nichts. Ich bin hier noch nicht weggekommen, Alter. Hier sind so viele Kostümierte, hast du nichts gesehen hier am Stand? Lass mich kurz nachdenken. Doch, ich glaube, der Wookie. Hier läuft so ein 3 Meter großer Wookie rum, der ist schon sehr beeindruckend. Ja. Folgefrage, wenn du dich kostümieren würdest, was würdest du anziehen? Prinzessin Leia. Das Tolle an der RPC, das sind so die kleinen Geschichten hinter den Kulissen, wie gerade auf Toilette. Folgender Dialog. Hey Alter, LARP ist total scheiße. Ja, LARP ist scheiße. Letztes Mal auf der Con, da habe ich mir 2 Tage vorher Stiefel gekauft. Das ging gar nicht, bin ich gestorben. Ja, musst du auch vorher nachdenken. Einfach in die Stiefel pissen, da weidet sich das Leder. Du bist ein Mexikaner. Nein, ich bin ein Zombie. Also du siehst gerade nicht so wie der typische Zombie aus. Weißt du, warum du hast ein Sombrero auf? Ja, den nennt man noch Zombrero in dem Falle. Ah, natürlich. Ja, es ist noch cool. Und heute ist ja Zombie-Tag hier in Köln, Zombie-Walk. Ja. Machst du nachher mit? Ja, klar. Und da habe ich mir gedacht, da gehe ich mal mit. Hallo, kurze Frage. Heute ist ja der Zombie-Walk in Köln. Ihr seht aus, als hättet ihr alle eine ziemlich durchzechte Nacht hinter euch. Okay, und andere Frage. Wo gehst du denn jetzt hin? Okay, und bei der nächsten Wahl, wen wählst du da? Okay, danke für deine Zeit. Viel Spaß noch. Ich habe ein ganz großes Problem. Hier ist eine Seuche ausgebrochen. Kann ich mich bei euch melden? Was machen wir? Ja, unser Büro ist momentan von 1 bis 2 Uhr geöffnet. Ja, müsst ihr noch eine Stunde warten. Danach helfen euch natürlich gerne unsere Mitarbeiter. Es könnte natürlich auch einige Monate dauern, bis wir endlich mal da sind, weil wir müssen uns natürlich auch mobil machen und sowas alles. Neue Waffen müssen gekauft werden. Es kommt auch immer ganz drauf an, was für eine Seuche es ist, müssen wir natürlich auch Vorbereitungen treffen. Aber wenn wir erstmal da sind, sterben wir ganz schnell. Noch. Ich hab
habe eben gehört, du hast Zombologie. Ja, studiert. Richtig. Ja, was musst du denn dafür mitbringen? Erstmal eine gute Allgemeinbildung und Spaß am Morbiden, sag ich mal. Okay, muss man irgendwie dann Schulabschluss mitbringen? Oder ja, also mindestens Hauptschule, Sonderschule wäre besser. Ja, sag ja, wenn man das Zeug dazu hat, dann soll man ruhig mal zur Sonderschule gehen. Was ist hier die Idee hinter dem Stand? Es nennt sich Endzeit-Lab, wie es normale Lab auch. Allerdings spielen wir in einer Zeit, die sehr lange nach einem möglichen Atomschlag oder Meteoriteneinsturz oder ähnlichem entstanden ist. So genau wissen wir das selber auch nicht. Also unsere Vorväter, die haben den Krieg oder die Katastrophe überlebt. Und wir versuchen halt ebenfalls zu überleben, die Zivilisation wieder aufzubauen. Und natürlich auch unsere Besitztümer zu verteidigen. Was ist denn jetzt deine Rolle? Du siehst so ein bisschen aus wie ein fahrender Händler. Genau, das bin ich auch. Ich spiele einen fahrenden oder reisenden Büchsenmacher. Das heißt, er baut und repariert Gewehre. Arr und Ahoi! Ist das sowas, was man nicht mehr hören kann als Pirat? Ja, ganz bestimmt, zumal es vielmals auf dem Klischee basiert. Zwei Tage lassen wir hier Tortuga auferstehen. Wir haben eine große Piratenshow mit Sandeffekten, mit Pyroeffekten. Also es knallt von morgens bis abends. Und wir haben natürlich ein absolutes Highlight mit den Banished Privateers, eine elfköpfige Piratenband aus Schweden. Ich glaube, dass die eigentlich auch wirkliche Piraten sind. Ich glaube, die haben gar kein echtes Leben.